Meine Lieblings-Darkblend-Sorten heute im Video und normal beschränke ich mich hier auf 10. Das hat dieses Mal einfach nicht geklappt. Ich hätte zu viel weglassen müssen, was unbedingt mit in diese Liste gehört. Deswegen ist das eine spontane Marvins Top 10 Darkblend-Sorten plus noch 5 weitere Sorten, die er nicht weglassen wollte, weil sie einfach zu gut wären und deswegen mit auf die Liste müssen. Aber Top 10 klingt einfach besser, deswegen steht das so im Titel. Liste. Und die ersten 3 können wir absolut rapid feiern. Die sind nur ganz unten in der Liste, weil sie alle noch verdammt neu sind. Es geht um den Caribbean Drum, den Coco Dream und den Jungle Juice von Must Age. Must Age ist ja jetzt neu auf dem deutschen Markt und er ist bei mir persönlich eingeschlagen wie eine Bombe. Wer hätte es gedacht bei dem russischen Must-Have-Tabak, dass ich den feiere? Spoiler, da kommen auch noch ein paar. Aber Caribbean Drum ist eine Rumnote mit einer Schokoladennote, relativ wenig Alkoholnote. Ich habe die Sorte schon von Spectrum geliebt, den gibt es aber leider nicht in Deutschland. Jetzt haben wir die Sorte aber endlich von Must Have in Deutschland und das ist genau so ein Brett. Relativ selten bei mir, aber wenn er an ist, dann habe ich auch unglaublich Bock drauf und freue mich auch unglaublich drüber. Und das ist übrigens eine von den 3 Sorten, die hier in dem Köpfchen laufen. Eine war White Cake, die hatten wir schon beim letzten Mal beim Virginia-Video. Guckt euch das gerne an, wenn ihr lieber Virginia raucht. Und Sorte Nummer 2 und 3, die gerade hier drinnen laufen, sind der Caribbean Drum und der Coco Dream. Also ein cremiger Mix, der aber noch so ein bisschen Fruchtigkeit von dem Fuck Your Law White Cake mit reinkriegt durch diese Zitronennote. Gut, das sind die ersten 3 von unserer Liste, Platz 15, 14 und 13. Der Coco Dream ist übrigens so eine Kokosnuss-Shake-artige Tabaksorte und der Jungle Juice ist vor allem eine Maracuja. Es soll aber auch noch ein Hauch von Ananas zum Beispiel mit drin sein. Für mich persönlich einfach ein sehr leckerer, sehr spritziger Maracuja-Tabak. Platz Nummer 12 war eine geisteskranke Überraschung und zwar ist es der Creamy Pala Thai von Sebero. Erstmal Sebero. Sebero ist relativ leichter Darkblend. Das heißt, falls von euch jemand anfangen möchte mit Darkblend rauchen oder mal einen probieren möchte, übrigens seid vorsichtig, ne? Das ist mehr Nikotin, man gewöhnt sich an mehr Nikotin, der Körper will dann auch immer mehr Nikotin, seid vorsichtig mit der Nikotinsucht, ihr seid nicht cooler, je mehr Darkblend ihr rauchen könnt. Bestes Beispiel bin ich, das ist ein Bananenshake-Tabak. Und als ich die Beschreibung gehört habe, dachte ich mir schon so, nee, wirklich nicht. Turns out, der ist übertrieben nice und war für mich maybe eine der krassesten Überraschungen dieses Jahr. Also du hast dauerhaft so den Geschmack von einem Bananensplit-Eis, noch mit so ein bisschen Schokolade. Du hast aber auch diese Milkshake-artigen Noten und natürlich im Vordergrund die ganze Zeit eine Banane. Und wie auch immer sowas geil sein kann, er hat es geschafft und er ist übertrieben geil. Platz Nummer 11 lief im Sommer noch deutlich häufiger, deswegen tendenziell eigentlich höher in meiner Liste, aber im Winter auch noch oft am Start, sehr oft am Start, aber ein bisschen weiter unten, als er noch im Sommer war. Die Rede ist von dem Real PF von Blackburn. Mit Abstand die geilste Maracuja, die es auf dem Shisha-Markt gibt. Im Ernst, Maracuja à la excellence, ich weiß, Passionsfrucht, Maracuja, eigentlich unterschiedliche Sachen. Für mich schmeckt halt einfach nach Maracuja. Ist eine absolut leckere Maracuja, richtig frisch, auch richtig sauer, so wie das bei einer Maracuja eben sein sollte. Aber auch nicht nur sauer, sondern hat auch noch schöne süße Noten, die Säurenoten schön ausgleichen. Und insgesamt wirklich einfach, also wenn alle anderen Maracuja-Sorten hier sind, also gut, jetzt mal abgesehen von dem Jungle Juice, der ist auch sehr geil für einen Maracuja, der Real PF nochmal wirklich eine krasse Schippe obendrauf. Und ebenfalls eine krasse Überraschung von Sebero war der Klubnica. Der nächste Platz auf der Liste, ein Erdbeertabak. Und das ist genau dasselbe Prinzip. Naja, Erdbeere hat man oft gehört, oft hat man es probiert und meistens wurde man sehr enttäuscht. Also bei Virginia fällt mir eigentlich nur der Revoshi ein, den ich ganz geil finde. Der hat aber noch so eine Joghurt-Touch-artige Note mit dabei. Der Klubnica ist die einzige super pure, reine, aber leckere Erdbeere, die ich bei Shisha-Tabak kenne. Und allein deshalb, und auch weil ich den sehr oft und sehr gerne rauche, hat der das auf die Liste geschafft. Ebenfalls früher noch sehr viel weiter oben auf meiner Liste gewesen. Trotzdem nicht vergessen, auch wenn ich ihn ein bisschen seltener anhabe als früher. Der Grapefruit von Aino. Die beste Grapefruit, die es im Shisha-Bereich gibt. Leider eine der wenigen Ausnahmen, wo es den Aino-Tabak nicht genauso auch auf Virginia gibt. Das heißt, den könnt ihr euch nicht einfach als Nicht-Darkblend holen, als Virginia-Tabak holen.
Wenn ihr den Grapefruit von Aino probieren wollt, müsst ihr zu dem Dark Blend greifen, aber auch Aino ist relativ human, was die Nikotinstärke für einen Dark Blend angeht. Ein bisschen stärker wird es dann mit unserem nächsten Tabak auf der Liste. Und endlich haben wir ihn in Deutschland, den Tangiers Tabak aus Amerika. Seit Jahren am Start und seit Jahren geliebt, überall auf der Welt, egal ob in Russland, Amerika, Spanien oder jetzt auch in Deutschland und auch vorher schon in Deutschland. Er ist endlich da, Tangiers Tabak. Kostet natürlich leider 6 Euro, das tut ein bisschen weh, aber immerhin kann man ihn jetzt mal legal und offiziell in Deutschland kaufen. Die 96 ist Kane Mint und das ist für mich maybe die Shisha-Tabaksorte schlechthin. Auf der anderen Seite, warum ist er dann nicht höher in der Liste? Es ist halt einfach nur eine Minztabaksorte. Eine Rohrzuckerminze, also mit so einer Rohrzuckersüße, die da noch mit dabei ist und dann einer frischen Minze. Muss man eigentlich mal probiert haben. Also wenn man Shisha raucht und kein Mint noch nicht geraucht hat, außer man raucht kein Dark Blend, aber wenn man Dark Blend raucht, dann muss man kennen. Platz Nummer 7 ist der Aino Dark Black. Komischer Name für einen sehr leckeren Tabak. Wieder eine Brombeere Deluxe, also wirklich perfekt getroffene Brombeere. Unglaublich lecker, hat die sauren Noten von der Brombeere dabei. Overall würde ich aber sagen, geht er eher in eine süße Richtung, hat aber auch eine gute Kühle mit am Start. Wirklich ein überragender Brombeer-Flavor. Platz Nummer 6 geht an einen alten Bekannten, und zwar den Must-Have Pinkman. Ebenfalls eine Grapefruit, aber den Pinkman einfach nur als Grapefruit zu bezeichnen, wäre schon fast fahrlässig. Er hat zwar natürlich noch Grapefruit-Noten mit dabei, aber ist so viel mehr als einfach nur eine Grapefruit. Es ist ein super süßer Grapefruit-Bärenmix-Tabak, der auch genauso schmeckt wie das Liquid, dem er nachempfunden wurde. Und seit mittlerweile Jahren bei mir ein sehr gerne und sehr viel gerauchter Tabak. Eine absolute Überraschung für mich. Der 4Play on the Peach von Tangiers. Der nächste in unserer Liste. Und warum Überraschung? Ganz einfach, da ist Wassermelone drin. Und wer mich jetzt ein bisschen kennt, der weiß, sobald Wassermelone ins Köpfchen kommt, renne ich so schnell wie ich kann weg. Ich mag diesen Tabak. Ich verstehe selbst nicht, warum dieser Wassermelone, Pfirsich und Eistee, somewhat Eistee-artige Tabak mir schmeckt. Eigentlich sollte er mir nicht schmecken, aber ich liebe den. Und mit meine Lieblingsmischungen sind mit diesem Tabak. Den 4Play on the Peach mit Cane Mint und zum Beispiel Green Tea gemischt oder auch mit dem Must-Have Patch gemischt, der es jetzt aber tatsächlich nicht auf die Liste geschafft hat, weil der eigentlich nur in der Mischung mit drin ist. Das ist ein wunderbares Köpfchen hast du dann. Der Blackburn Green Tea. Auch ein Tabak, wo ich gesagt hätte, bevor der von Blackburn rauskam, grünen Tee jetzt in meiner Shisha rauchen, weiß ich nicht, muss jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt sein. Dann habe ich mal den Green Tea von Blackburn probiert und den leider nicht in Deutschland erhältlichen Astro Tea von Darkside. Turns out, grüner Tee in der Shisha ist actually sick. Und deswegen ist der auch so weit oben in der Top 10 plus 5. Bevor wir jetzt aber zu der Top 3 kommen, Freunde, noch eine Bitte. Wenn euch die Videos hier gefallen, zeigt mir das doch bitte mit einem Daumen nach oben und mit einem Abo. Das unterstützt den Kanal ungemein und schreibt auch gerne mal eure Top 3 oder 5 oder 10 an Dark Blend Tabaksorten unten in die Kommentare. Würde ich mich sehr drüber freuen. Kuss. Maybe hättet ihr mit diesem Tabak nicht nur auf Platz 3, sondern vielleicht auch Platz 2 oder Platz 1 gerechnet. Es ist der Must-Have Blary. Die Brombeere von Must-Have. Als der rauskam, war ich absolut in love und ich bin auch immer noch in love. Allerdings rauche ich einen Ticken weniger als bei meinem letzten Top 10 Video. Und deshalb ist er ein paar Plätze nach unten gerutscht, aber immer noch sehr oft bei mir vertreten und deswegen natürlich auch in der Top 3. Dann könnte man sich natürlich fragen, was dann Platz 2 und Platz 1 ist. Platz 1 kommen wir gleich dazu, aber Platz Nummer 2 ist der Bapai Dinner von Blackburn. Und ich habe euch schon oft was über diesen Tabak erzählt. Es ist ein Papaya-Tabak und auch bei Papaya war ich vorher so, hättest du mir nichts von Papaya erzählt, hätte ich es wahrscheinlich niemals vermisst. Und dann kam Blackburn mit dem Bapai Dinner und ich war absolut überzeugt. Und seitdem läuft bei mir eigentlich jeden Tag, fast jeden Tag mal was, wo der Blackburn Bapai Dinner mit drin ist. Und ich könnte mir Papaya nicht mehr wegdenken aus dem Shisha-Rauchen. Und dass ein Tabak sowas schafft, ist schon sehr beeindruckend und deswegen ein verdienter Platz 2 für den Bapai Dinner.
fehlt uns nur noch der Platz Nummer 1. Könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, wenn er bis jetzt nicht dabei war. Dann kann er ja nur jetzt kommen, der Kiwi Smoothie von Must Have. Man bekommt noch ein paar Reste und deswegen ist er auch noch mit drin in der Liste. Ist leider keine von den Sorten, die bei Must Age mit dazugekommen sind. Man kriegt über Must Have Germany noch ein bisschen was. Die Frage ist, wie lange und so weiter. Nichtsdestotrotz, noch bekommt man ihn und deswegen kann ich ihn zum Glück noch mit in meine Liste packen. Weil wenn ich über die letzten Jahre hinweg denke, welcher Tabak mich mit Abstand am meisten begleitet hat, wen ich am meisten geraucht habe, das ist einfach krass. Also Apfel und Kiwi in absoluter Perfektion verdient der Platz 1. Und das war meine Top 10 Dark Blend Sorten plus 5 weitere, weil ich mich nicht entscheiden konnte und auch keine Sorten weglassen wollte, Liste. Kuss fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal.